Hallo liebe Leute, grüßt zum Witz von Lutke. Heute der Hodenwitz. Moment, sind wir weit? Hallo liebe Leute, grüßt zum Witz von Lutke. Heute der Hodenwitz. Und zwar ist der von der Milbenhunter von Hoden Nazareth. Und Grüße gehen von Ihnen an Herrn Salz und den Roman der Ritter. Und der hat mir Witz über E-Mail geschickt, könnt ihr auch. Und dann könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Moment. Der Hodenwitz, der geht so. Was haben Zeugen Jehovas und Hoden immer gemeinsam? Sie erscheinen meist zu zweit. Sie haben eine scheiß Frisur. Und rein kommen sie auch nicht. Was haben Zeugen Jehovas und ein Hoden gemeinsam? Sie kommen meist zu zweit. Sie haben eine scheiß Frisur. Und rein kommen sie meistens auch nicht. Und Erklärung. Zeugen Jehovas, das ist so eine Sekte, wo meistens zwei Frauen vor der Tür stehen und einen in die Kirche holen wollen und dann einen ausnehmen und dass man dann das ganze Geld ausgibt. Deswegen, die kommen meist zu zweit. Und Hoden sind die Eier beim Mann. Und beim Sex stehen zwei Hoden vor der Tür oder zwei von den Zeugen Jehovas vor den Frauen. Ja, meistens scheiß Frisur, irgendwie so Dauerwelt. Und rein kommen sie auch nicht. Meistens nicht. Okay, ciao, komm, bitte abonnieren.